Sie wird angepöbelt, bespuckt und sogar verletzt. Wenn Tanja Kamburi auf Streife ist, dann gibt es am häufigsten Probleme mit Muslimen. Jeder Mensch aus jeder Nation begeht Straftaten. Wir haben genug Deutsche, die uns verletzen, die mich auch beleidigen mit Bullenschlampe. Ne? Das höre ich auch von Deutschen und auch von anderen Ausländern, die nicht muslimisch sind. Nur diese Gruppe tritt ganz besonders hervor. Wenn wir Probleme haben, ist es immer und immer wieder die Gruppe. Das beschreibt die gebürtige Griechin auch in ihrem Buch mit dem Untertitel Notruf einer Polizistin. Wie sehen Muslime Frauen in Uniform? Wir hören uns auf der Kölner Kolbstraße um. Hier leben und arbeiten besonders viele türkischstämmige Migranten. Wenn ich jetzt mein Auto fahre und mich hält ein Beamter an, das ist für mich gleichgültig, ob das ein männlicher Polizist oder eine Polizistin. Ich finde das korrekt, das sind für mich Vorbilder. Ich sehe die auch als Schwester so. Und dennoch, die 32-jährige Beamtin beobachtet wachsende Respektlosigkeit. Regelrecht ignoriert werde sie von den jungen Muslimen. Naja, so eine Bitch wie du hat mir gar nichts zu sagen oder dann auch eben auf gebrochenem Deutsch oder irgendwie auf Englisch. Du bist eine Frau, du bist nichts wert. Und das erleben ja nicht nur Polizisten, wir haben es bei Lehrern, wir haben es bei Ärzten. Also das ist alle Frauen, die eine Funktion haben oder Sozialarbeiterinnen, ihr Leben ist ja genauso. Das Problem ist ein ganz anderes Frauenbild. In muslimisch geprägten Ländern haben vor allem in der Familie die Männer das Sagen. Frauen sind hier weniger Respektpersonen. Und genau dieses Verständnis muss sich in Zukunft ändern. Tanja Kamburi sagt auch, die meisten Muslime arbeiten hart, halten sich an die Gesetze und bringen unser Land nach vorne. Dazu sollen jetzt auch die Flüchtlinge gehören, die gerade nach Deutschland kommen. Und eben nicht zu der Gruppe, die null Respekt zeigt.